Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Heute mit neuem Schleim und zwar Mini Bucket Putty. Don't swallow it, it can make noise. Ja, es kann Geräusche machen und wir dürfen das Ding natürlich auch nicht in den Mund nehmen. So, wir haben hier 6 kleine Kanister Bucket Putty. Das ist Schleim, denke ich mir mal. Und wir werden die mal heute aufmachen. Hier sind verschiedene Farben, aber irgendwie... Sehen die nicht so aus, als ob die zum Beispiel pink hier drin wären. Tja, wollen wir mal gucken. Es könnte aber auch irgendwie Schleim sein, der im Dunkeln leuchtet, habe ich das Gefühl. Aber ich muss hier erstmal alles aufbekommen. Das ist schon eine Aufgabe an sich. So. Ich hätte es auch natürlich nicht hinbekommen, indem ich das einmal nicht kaputt mache. So. Mache ich mal auf und... Das ist Bucket Putty. Schleim, aber ja, auch nicht richtiger Schleim. Schaut euch das mal an. Echt cool, oder? Also das finde ich doch sehr, sehr interessant. Eher so eine Mischung aus intelligente Knete und Schleim. Also auch sehr reißfest, muss ich sagen. Oder? Wie riecht's denn? Oh, okay. Es riecht einfach... Es riecht extrem gut nach Zitrone, Leute. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, schauen wir uns mal die anderen Farben gerade an. Vielleicht mache ich die hier gerade mal alle frei und dann zeige ich die euch. So. Dann schauen wir uns das mal an und... Es riecht genauso. Also das wundert mich jetzt wirklich, Leute, dass die alle so... nach Zitrone riechen. Ich weiß auch nicht, was das bedeuten soll. Aber natürlich bitte nicht in den Mund nehmen. Sieht halt so aus, als ob es Schleim oder intelligente Knete oder halt Bucket Putty ist, der im Dunkeln leuchtet. Wir versuchen das mal gleich zu testen, aber ich glaube schon doch. Ich versuche es mal gleich ein bisschen dunkel zu machen und dann zu schauen, weil das ist so typisch im Dunkeln leuchtende Knete oder auch Schleim. Cool wäre natürlich gewesen, wenn sie zwischendurch mal eine andere Farbe hätten. Jetzt haben wir davon diese nach Zitrone oder Limette riechenden Bucket Putties. Wirklich sehr, sehr gut. Gefällt uns wirklich sehr. Und wenn ihr weitere Sachen sehen wollt von uns, dann natürlich abonnieren. Ja, das habe ich vergessen. Die furzen natürlich auch. Hört ihr? Okay. So, hier hatten wir noch den anderen. So. Echt super Konsistenz, gefällt uns wirklich sehr. Und ich lasse noch mal einen fahren. Ein kleiner Pups. So, jetzt wollten wir ja noch mal testen, ob das Ding hier auch im Dunkeln leuchtet. Mal schauen. Dafür machen wir mal ein paar auf. Oder alle. Und wir machen es mal dunkel und schauen mal, ob diese Dinger hier leuchten. Ja, wollen wir mal schauen. Och man, dunkler bekomme ich es leider gerade nicht. Wir haben gutes Wetter heute. Aber ich versuche es mal so. Und das sieht doch schon mal aus wie leuchtende intelligente Knete oder Schleim. Machen wir das so noch besser? Ja, auf jeden Fall. Gerne können wir das auch noch mal testen, wenn es wirklich dunkel ist. Aber das scheint hier auch im Dunkeln leuchtender Schleim zu sein. Sehr, sehr cool. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gar nicht gefällt, Daumen nach unten. Aber trotzdem Abo dalassen. Das würde uns doch sehr freuen. Und der Bucket Putty gefällt mir persönlich super gut. Leuchtender Schleim oder intelligente Knete. Wir können uns nicht entscheiden, Leute. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!